Und ich muss sagen, ich finde es schon krass momentan. Die einen Leute sind ja extrem für die Corona-Massnahmen, die anderen sind total dagegen. Auch im Bundesrat wird extrem gestritten. Wobei, was man auch häufig vergisst, ist, im Bundesrat sind jetzt ja nicht wirklich Freunde, die zusammensitzen. Das ist eigentlich mehr so ein Zwangs-WG. Also wir haben irgendwie so zwei Sporthippies, zwei Eigenverantwortliche, zwei Stammtischler, eine vom Kirchenverein. Logisch haben die Streit. Und weil in den letzten paar Bundesratssitzungen ja wirklich extrem Fetzen geflogen sind, haben sie einen Mediator in die Bundesratssitzung eingeladen. Und zwar einen, der wirklich weiss, wie sie in Krisenzeiten läuft. Und zwar der Altbundesrat, der Moritz Leuenberger. Ja, herzlich willkommen hier zu dieser Mediation. Alain, erzähl, was ist das Problem? Oh, ich muss dir ehrlich sagen, Moritz, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht mit Uli Maurer und Guy Parmelin. No, sie weigern sich, vor die Sitzung die Hände zu waschen. Ja, also das ist ja, also Uli, also stimmt das? Also mit Abstand halten überhaupt kein Problem, vor allem nicht zu der SP. Aber das ewige Pfotenwaschen, was sagt er, wir wachsen schon langsam Schwimmhüt. Guy, sag doch auch mal etwas zu diesen vielen Vorschriften. Warum? Ich bin Bundesrat. Welche Vorschrift? Das wegen dem Handwaschen, Guy. Oui, pardon, ich wasche sofort. Vielleicht. No, siehst du, es funktioniert nicht. Er hat vermutlich wieder zu viel Desinfektionsmittel getrunken. Aber ich sage dir, er sollte es nicht trinken. Er muss es reiben. Oh, Alain, dir reibe ich jetzt aber auch gerade eins. Wegen dir haben wir schließlich all die vielen Vorschriften da, du linker Coronist. Also ruhig bleiben. Also können wir uns wenigstens darauf einigen, dass man etwas muss gegen die Pandemie unternehmen? Ja, aber sicher nicht, wo uns die ganze Wirtschaft abwirkt. Gell, Guy? Oui, ja, ich würde sehr gerne wieder einmal Wein trinken in der Wirtschaft, weil es wirkt etwas wegen des Desinfektionsmittels. No, also, es funktioniert wirklich nicht, Guy. Guy, du musst aufpassen. Oui, ich muss aufpassen. Ja, Alain, wo du im Frühling zusammen mit Daniel Koch die neuesten Zahlen von Die Berge präsentiert hast. Ich hatte immer Angst, dass ich das auch bekomme. Also nicht Corona, aber das Haarausfall. Also ich find's lustig. Also Ueli, also das klingt jetzt also schon ein bisschen krank. Also ich glaube, du wärst gescheiter nicht zu dieser Mediation gekommen, sondern daheim geblieben. Also ob ich krank bin oder nicht, das geht der Staat gar nicht an. Gell, Guy? Oui, das unterliegt dem Schweizer Krankgeheimnis. Na, also jetzt hört aber alles auf. Na, siehst du, es funktioniert nicht. Es ist wirklich eine... hier kommt Viola Amherd von das Militär. Viola, sag, wie können wir diese beiden Alten vor sich selbst schützen? Hier, so präzise. Das ist ein Hürengückel im München mit dem Coronavirus. Aber du, im Notfall, da kannst du immer noch mit der Armee hineinfahren, all die alten Schrumpel, Gamschi und Chamitschattinnen. Warte mich ab. Was hat sie gesagt? Sie will. Es tut mir leid, Moritz, wir haben sie auch noch nie verstanden. Ja, das dunkel mir also nicht die Einzige, die man da innen nicht versteht. Also, da kommt, machen das doch allein. Ich gehe heim. Und der Moritz hat recht, wir gehen gescheiter alle heim. Wir sollen schließlich alle unnötigen Kontakte vermeiden. Gell, Guy? Oui, ja, Alain, die Einigung unserer Mediation ist, es gibt keine neuen Soforthilfen von mir. Dafür, ich wasche ab sofort meine Hände in Unschuld. Ja, dann aber gute Nacht. Ist easy mit der Maske. Also, ich finde, so eine Maske gibt einem extrem viel neue Erkenntnis. Endlich weiss ich, wie mein Gurt schmeckt. Ich meine, während so einer zweistündigen Vorstellung, was so für Gerüche mir raufkommen. Früher sind die einfach so zu den anderen Leuten.